Die Meinung von Kirsten Girschig. Wir kommen zu einem, der nicht nur vom politischen Gegner attackiert wird. Über ihn geben sogar Parteifreunde zu verstehen, dass sie ihn jedenfalls nicht wählen würden. Und der Kanzlerkandidat der Union windet sich jedes Mal, wenn er auf diesen Christdemokraten angesprochen wird. Zu sehr habe sich Hans-Georg Maaßen, so seine Kritiker, immer wieder nach rechts hinausgelehnt. Doch was den einen unangenehm, ist den anderen gerade recht. Im Wahlkreis 196 in Südthüringen hat die CDU den Rheinländer aufgestellt, obwohl er mit dieser Gegend so viel zu tun hat wie die Thüringer Bratwurst mit dem rheinischen Sauerbraten. Hier in dieser Gegend, der immer mehr Menschen entfliehen, hofft die CDU auf ihn. Doch ein Sieg Maaßens ist so sicher nicht, wie Friederike Roman in ihrer Mittendrin-Reportage rund um Suhl erfuhr. Grauer Beton mitten im Grünen. Am Rande von Suhl, tief im Thüringer Wald, liegt Suhl Nord. Günstigen Wohnraum für tausende Arbeiter der DDR hat das Plattenbauviertel einst geboten. Auch für Iluna Burand. 30 Jahre lang hat sie hier gelebt, zwei Kinder großgezogen, Freundschaften fürs Leben geschlossen. Man hat viel Gemeinschaftsgefühl gehabt. Und ja, die Leute haben sich einfach wohlgefühlt in ihrem Stadtteil. Man hat das nicht als Quartier gesehen, wie das heute so in der amtlichen Sprache immer bezeichnet wird, sondern es war halt unser Suhl Nord. Ihr Suhl Nord jedoch haben viele nach der Wende verlassen. Wie andernorts in der ehemaligen DDR fehlten die Arbeitsplätze und Perspektiven. Junge Menschen gingen, geblieben sind vor allem Ältere, gekommen ist immer mehr Leerstand. Seit 2005 wird die Siedlung deswegen Haus für Haus abgerissen. Vor 3 Jahren musste auch Iluna Burand ihr Heimatviertel verlassen. Im Januar 2018 bekamen wir Mieter dann plötzlich alle einen Brief mit der Maßgabe, bis September, Oktober müssen sie raus sein, ihr Block wird abgerissen. Der demografische Wandel und die Herausforderungen, die damit einhergehen, bewegen Südthüringen seit langem. Diese Region, für die CDU im Bundestag vertreten, will nun Hans-Georg Maaßen. Es kann nicht sein, wenn junge Menschen hier wegziehen, weil sie keine Arbeit haben, weil sie keine Zukunft sehen, dass dann hier Infrastruktur zusammengestrichen wird, heißt Schulen werden zusammengelegt, Buslinien werden gestrichen. Nein, das Gegenteil muss der Fall sein. Maaßen kommt aus Nordrhein-Westfalen, lebt seit Jahrzehnten in Berlin, hatte mit Südthüringen bislang kaum Berührungspunkte. Überrascht sei er gewesen, erzählt Suhls Bürgermeister André Knapp, als ausgerechnet dieser Parteikollege für den Wahlkreis aufgestellt wurde. Er verstehe auch, dass einige hier mit dem ehemaligen Verfassungsschutzchef aus dem Westen wenig anfangen könnten. Ich kann das natürlich nachvollziehen. Ähnlich ging es mir, als ich von dem Vorschlag Kandidatur Dr. Maaßen gehört habe. Aber ich muss meine Befürchtungen oder meine Sorgen dahingehend revidieren, dass ich den Hut ziehe vor ihm, wie er sich mit der Region vertraut macht, wie er hier unterwegs ist, jeden Tag sich den Fragen der Menschen stellt. Maaßen ist umstritten, innerhalb sowie außerhalb seiner Partei. Immer wieder polarisiert er, etwa mit Äußerungen zu Migration oder innerer Sicherheit. Doch seine Haltungen scheinen potenziellen Wählern in Südthüringen zu gefallen. Weil er das sagt, was viele denken und weil es in seiner Meinung steht. Er sagt vieles, wo man mitgehen kann. Traditionell hätte Maaßen als CDU-Kandidat gute Chancen in seinem Wahlkreis. Denn in Südthüringen wählten die meisten bei den letzten Bundestagswahlen schwarz. Doch ernsthafte Konkurrenz bereitet ihm Frank Ulrich von der SPD, der in der Region Promi-Status besitzt. Ulrich war zu DDR-Zeiten Olympiasieger im Biathlon, mehrfacher Weltmeister und später Bundestrainer. Erfahrung in der Politik hat er kaum. Doch anders als Maaßen Heimvorteil in Südthüringen. Das ist meines Erachtens das Entscheidende, weil wenn wir heute einen Politiker nach Berlin schicken, der unseren Landkreis, ich bin hier in dieser Stadt geboren, vertreten soll, dann müssen wir auch jemanden haben, der sich hier auskennt, der die Menschen hier kennt, der weiß, wie wir ticken. Iluna Burand engagiert sich seit Jahren bei den Linken und würde schon allein deswegen nicht für Maaßen stimmen. Unabhängig davon, was bundespolitisch passiert, ihr sei wichtig, dass sich Suhl weiterentwickelt und ihre Heimat in Zukunft vor allem für junge Menschen mehr Perspektiven hat.